Hammsport zu Gast beim Activita. Herrliches Wetter, hier kann man machen. Was für Beine, Bauch und Po. Und jetzt habe ich gehört, Fallschirmspringen geht auch. Ja, ist auch so eine neue Disziplin, die wir hier jetzt mal eingeführt haben. Und ich habe mir gedacht, also wir machen alles im Wasser, vom Drachenbootrennen bis zu Kursen im Fitnessbereich. Wir wollten mal Fallschirmspringen. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht machen wir es mit heimischen Sportlern, denn die können das bestimmt besonders gut. Ja, Dennis Buschening ist eigentlich ein Fitter, kennen wir aus dem Bereich des Fußballs. Und der hat jetzt da hinten so einen Fallschirm an der Hand. Was passiert jetzt? Ja, wir wollen mal gucken, ob der abhebt. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, ob der abhebt. Und jetzt sehen wir, dass Dennis Buschening losläuft. Was passiert denn jetzt, Thomas? Ja, der Fallschirm hält ihn so ein bisschen zurück. Wir machen hier ein Speedtraining, ein Schnelligkeitstraining. Das sind also ganz neue Trainingsmittel, die es jetzt mittlerweile auch aus Amerika gibt, die wir hier im Leistungsbereich einsetzen. Und der Fallschirm bremst ihn ein bisschen. Er muss mehr Kraft einsetzen. Im Sand muss er eh ein bisschen mehr Kraft einsetzen, um nach vorne zu kommen. Und wenn man so schnell läuft wie der Dennis, dann ist das schon ziemlich gut. Denn jeder andere würde deutlich langsamer laufen. Ja, wie oft kann man denn so eine Übung eigentlich machen? Ja, wir machen das schon so, dass wir mit entsprechenden Pausen aber so eine Stunde im Speedbereich dann auch trainieren insgesamt. Ganz neue Trendart? Die Trainingsmittel sind neu. Fallschirme gab es früher nicht. Also als ich noch Fußball gespielt habe, habe ich nie mit Fallschirm trainiert, mit Bleiweste vielleicht. Das sind neue Dinge, die ganz lustig sind, die aber auch viel bringen. Und das Schnelligkeitstraining, das gibt es seit eh und je. Muss man aber ganz zum Schluss noch sagen, vielleicht bei dieser Übung, das ist jetzt nichts für Amateure, sondern wir sind hier im Leistungsbereich. Das ist jetzt Leistungsbereich. Also es lohnt sich nicht, wenn man jetzt mal ein Sportabzeichen machen will, sich einen Fallschirm zu kaufen, um damit zu trainieren. Also Fallschirme jetzt auch beim Activita, neben Beine, Bauch und Po, gibt es auch diese Übung im Leistungsbereich Hammsport heute beim Activita.